Hallo liebe Kochfreunde, hier sind wir wieder in Martins Küche zurückgekommen. Wir kochen heute Penne Rigate mit mediterranem Gemüse, Parmesan, Pinienkerne und natürlich der Jahreszeit gerecht ein Bärlauchpesto. So, wir haben jetzt verschiedene Gemüse. Wir haben Paprika rot, Paprika gelb, grüner Spargel, Aubergine. Der Schmorgelvorgang dauert so circa 15 Minuten. Wir braten den jetzt an mit etwas Knoblauch und ein bisschen Salz machen wir dran und machen den dann im Backofen. Was bei den Pfannen perfekt ist, ich kann die Pfanne abnehmen, also die Stiele abnehmen von der Pfanne. Somit wird der Stiel natürlich nicht heiß. So, des Weiteren schneiden wir unsere Aubergine. Die brauchen nicht so lange. So. Dieses gegrillte Gemüse geben wir jetzt zu unserer Paprika dazu und tun das weiterhin in unserem Ofen schmoren. So, für unsere Bärlauchpesto brauchen wir etwas Parmesan, frischen Bärlauch, der natürlich jetzt sensationell gut schmeckt, auch eine sehr aromatische Knoblauchnote hat. So, wir geben jetzt den Bärlauch einfach mal in unseren Mixer, machen etwas von dem Pinienkerne dazu, von unserem Parmesan. Den Knoblauch können wir uns sparen, weil der Bärlauch hat ja genug Knoblauch-Extrakte in sich, deshalb brauchen wir den praktisch nicht. Ich mache jetzt ein bisschen Traubenkernöl, ein bisschen Olivenöl, Meersalz hinzu und etwas frischen gemahlenen Pfeffer. Penne brauchen wir auch noch eine Soße, da brauchen wir etwas Schalotte, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Tomatensaft. Etwas Pesto und natürlich etwas frisch gehobene Parmesan. So, verehrte Freunde, eine vegetarische Variante, die sehr, sehr bekömmlich ist, sehr schmackhaft und natürlich auch für die Jahreszeit super. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und vor allem auch einen guten Appetit.